Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder Charity Basteling oder so. Heute geht's dem Bett an den Kragen, damit Mama und Papa, wenn sie mit ihren kleinen Rackern mal so eine schöne Woche erleben, auch eine ganz akkurate Nacht haben. Und wie wir aus diesem ganzen Verhau, den wir hier vorgefunden haben, ein Schlafparadies par excellente machen. Ja, pass auf, das zeige ich dir hier in diesem kleinen Video. Lasset die Schlafspiele beginnen. Auf! So, also, wie war denn der Status quo? Der war komisch. Ich glaube, dass das hier vorne auch eine U-Sitzecke war. Weil du siehst es hinter mir. Schau mal hier und da, wo die Kamera draufsteht und auch auf der Seite waren jeweils hochklappbare Klappen drauf. Deswegen waren sie ja auch hochklappbar, ist ja ganz logisch. Und hier in der Mitte stand so ein Ding, da kann ich überhaupt nicht deuten, was das war. Ein Tisch vielleicht, aber auch nicht so richtig, aber ganz komisch. Und es war auch keine Matratze hier drin, sondern auch so Tetris-mäßig Polsterblöcke. Da haben wir uns gesagt, nee, das ist ja scheiße. Sitzecke haben wir hinten, ja. Wenn Family auch mal was in Ruhe essen will und es draußen nicht so schönes Wetter hat, dann gehen sie halt rein. Aber hier vorne kommt ein Festbett hin. So, und dann habe ich mir hin und her überlegt und habe nochmal hin und her überlegt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, komm, mach es ganz pragmatisch. Zum einen habe ich hier Holzleisten geholt. Dann habe ich geholt diese Platten. Das sind so sogenannte Blasölsplatten, keine Ahnung, wie die richtigerweise heißen. Ich dachte mir, die nehmen wir nicht zu dünn, weil die müssen ja auch eine gewisse Stabilität haben, aber auch eben nicht zu dick wegen des Gewichtes, Genitiv. Und dann habe ich mich für die, das ist 6 mm entschieden, habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, zum einen 2 Meter auf 1,30 kriege ich gar nicht ins Auto und auch nicht in den Wohnwagen, haben wir so in der Mitte durchgeschnitten und dann haben wir sie mal raufgelegt und dann habe ich sofort festgestellt, scheiße. Da habe ich gedacht, das ist aber gar nicht so stabil, wie ich mir das dachte. Dann habe ich weiter gedacht. Und nochmal weiter gedacht. Dann habe ich überlegt, jetzt habe ich dir diese Latten geholt. Davon irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Daraus baue ich eine Art Unterkonstruktion, die dann eben auf den vorhandenen Holzdingern aufliegt. Hier in der Mitte ist zwar locker ein Meter, weiß ich nicht, 1,20 Meter. Das ist auch nicht so richtig stabil gewesen. Deswegen habe ich überlegt, hier vorne, das soll ja sowieso der Stauraum werden. Hier mache ich ein Brett hin. Ja, und auf dem liegt dann schon mal die äußerste Stange auf. Das habe ich mir gerade zuschneiden lassen. Das hat ja auch wirklich ganz hervorragend gemacht, der junge Mann. Also das auf einen Millimeter hat er das hingekriegt. So. Und auf diesem Brett liegt dann diese Stange auf. Dann ist hier vorne schon mal stabil ohne Ende und auch der Stauraum ist vom Wohnraum abgegrenzt. Das finde ich, habe ich gut gemacht. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich das Brett hier an den vorhandenen Brettern festkriege. Das sollte so schwierig nicht werden. Dafür habe ich nämlich hier so, ich weiß auch nicht, wie das alles heißt, stand da also in dieser Eisenwarenabteilung und stand davor wie der letzte Horst vom Zossen, ey. Aber so könnte es gehen, ne? Mit ein bisschen Glück. Das mache ich jetzt mal. Manchmal bin ich ja tatsächlich über mich selbst überrascht, wie ich aus so wenig Sachverstand so viel hinkriege. So, fertig. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Guck mal. Weil ganz rüber konnte ich ja nicht, weil die soll ja hier aufliegen. Deswegen ist das da rausgekommen. Aber gut, da muss ich halt irgendwas vormachen, dass man sich daran nicht die Finger aufritzt. Im Zweifelsfall hat hier aber auch keiner was verloren. Hier kommt ja sowieso der Wassertank rein. So, so wird das nämlich. Und dann, pass auf, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit einer Hand hinkriege. So, dann wird hier so... Jawohl. Hier so das Ding auflegen.
Und dann hat das natürlich auch Stabilität bis zum geht nicht mehr, ne? Und es ist ja farblich auch geil. Sieht ja, ist ja die gleiche Farbe. Wenn nämlich der ganze Wohnwagen in dieser Farbe wäre und nicht in dieser, dann hätte ich ihn ja auch so gelassen. Hält das so? Ja, oder? Ja, komm, egal. Jetzt mache ich mal weiter. Pass auf, ich muss kurz ausmachen, dass du bist ja voll in der Sonne, dass du mal siehst, wie ich mir das gedenkert habe. Das wird sich ja kein Mensch nachbauen. Ihr habt ja alle Betten im Wohnwagen. Aber wenn, dann macht's so. Also manchmal denkt man sich ja auch, man ist ein bisschen doof, ne? Jetzt hatte ich ja die Idee, da mit diesen Winkeln, schau mal, so, dass man das so aufklappen kann, ne? Jetzt sind diese Winkel aber so, dass hier unten natürlich die Schrauben noch rausgucken. Deswegen liegt das jetzt nicht plan auf. Und die untersten Verschraubungen kann ich nicht, da komme ich ja nicht ran. Jetzt habe ich es erstmal nur mit der oberen gemacht, bei diesen drei Winkeln. Das wird grundsätzlich halten. Jetzt habe ich natürlich die Frage im Kopf, wie kriege ich das hin, dass das plan aufliegt? Dann muss ich da ja, da wo die Schrauben da so im Weg sind. Übrigens eins noch vorweg, ey. Bloß keine blöden Sprüche in Zukunft. Hätte so, habe ich jetzt nicht. Ja, also gute Tipps sind immer willkommen. Ganz ehrlich, nicht blödes Gelaber. Ne? Macht mich da einfach so kleine Löcher rein. Aber wie? Wie soll ich einfach nur mit einem Bohrer so ein 2 mm reinbohren? Das müsste doch funktionieren, oder? Dann drücke ich jetzt einfach mal so feste. Dann sehe ich ja die Aufdruckstellen. Da zum Beispiel. Das müsste doch gehen, oder? Dafür müsste ich das jetzt nochmal abmachen. Die drei Schrauben da oben. Und dann werde ich das Gestell weiter bauen. Dafür habe ich so Winkel. Ich meine, das kann ja jetzt nicht so schwer sein, oder? Ich versuche das mal mit so einem Bohrer. Ja, komm, das geht schon. Komm, los, auf. So, jetzt pass auf. Jetzt habe ich hier so eine Druckstelle. Mache ich jetzt einfach mit dem Bohrer. Muss ja nicht so tief. Muss ja nur, ja, vielleicht ein bisschen tiefer. Ja, vielleicht ein bisschen breiter. Ah, Mann. Mach ich gleich zwei breiter, oder? Oder ist das dann zu breit? Das ist auch eine geile Einstellung, oder? Von da unten. Komm wieder raus da, du Bohrer. Danke, danke. Ist aber auch einarmig echt schwierig, ne? Machen wir uns auch nichts vor. Oh, scheiße, passt der nicht da rein? Ah, ich dachte, falsch schon gedreht. Oh, Mann, ey. Oh, Alter, noch viel mehr geht nicht. Oh, Gott, aber gerade so, ey. So, pass auf. Jetzt habe ich aber einen richtig fetten, ey. So, das wird auch gehen, oder? Und wo war die andere? Scheiße, das weiß ich jetzt nicht mehr. So, das kann man ja rausfinden, oder? Indem man einfach... Oh. Alter, ey. Also, jetzt kann ich es auch gleich mal checken. Guck mal! Hier vorne, da. Ich muss dich weglegen. Ich mache das jetzt fertig, dann zeige ich es dir, dann ist gut. Los, komm. Ich sage es dir. Man muss ja nichts können. Man muss sich immer nur zu helfen wissen. Jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir das mal hier, da wie schön die Schrauben da reingehen. Siehst du das? Und jetzt ist schön gerade. Schön gerade haben wir es jetzt. Und jetzt geht es weiter. Jetzt mache ich die Querdings hier Balken. Das in der Mitte weiß ich noch nicht, weil hier muss ich ja noch dann arbeiten. Ich muss ja hier noch die ganzen Schläuche von dem ganzen anderen Kladderadatsch verlegen. Aber das, da bin ich schon mal echt froh, das wird funktionieren. Und das müsste im Winkel ja locker hinreichen, dass man diesen kleinen Stauraum, den kleinen, aber feinen Stauraum, vernünftig beladen kann. Ja, kann ich nicht anders sagen. Habe ich wieder mal gut gemacht. Ja. So, also... Es ist vielleicht nicht immer
Schön. Ist aber auch egal, weil, schau, guck mal. Ich bin ja völlig sprachlos. Und das geht auch um Sakkarisbreite. Geht das auf. Und so hoch muss es ja wohl reichen, um den Stauraum zu befüllen. Das ist übrigens der Stauraum, das ist da vorne natürlich nicht. Da kommt ja Technik und so rein. So, jedenfalls kommt jetzt noch eine Querstange rein. Dann kommt noch mal so eine Verstärkung rein. Und dann, so Gott will, kriegt das Ganze, das ist natürlich jetzt auch noch, guck mal, das ist ja noch wackelig. Aber das kriegt natürlich durch dann, dass die Bretter dann drauflegen. Pass auf, das mache ich schnell. Ich muss mich voll sputen. Die Akkus von der Handy, von der Kamera und vom Akku. Alle, vom Akku, ja genau. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich habe auch nur ein bisschen geflucht. Deswegen hatte ich aber auch die Kamera nicht an, weil sie das mit dem Akku nicht mehr lange macht. Habe ein bisschen geflucht, nicht dolle, weil man hat ja nur zwei Hände. Das ist ein bisschen schwierig. Ich lege jetzt mal so eine Platte drauf und dann mache ich nochmal an und dann mache ich für heute aus. Aber das Video geht natürlich weiter. Ich zeige dir das Video erst dann, wenn das ganze Bett dann fertig ist. Mit alles. So, pass auf, Matratze, Brett. Boah, so. Also, gucke. Das, und das gibt da dann in sich, fixiert sich das dann ja auch nochmal. Das wird ja hier verschraubt, dann auf der Leiste noch verschraubt und hier zwischen noch eine lange Leiste verschraubt. Das wird so verschraubt, dass es, ich sag mal, alleine schon an Schraubenwert den Wert des ansonsten Wohnwagens ja völlig übertrifft. Das finde ich aber tatsächlich schon schön. Und dann hier schön Folie oben drauf, schöne Matratze oben drauf. Ey, hast du doch hier ein wunderbares Schlafzimmer. Sei gespannt, wie es weitergeht. Ich bin es selber. Für dich jetzt sofort. Für mich erst, wenn ich den ganzen anderen Scheiß fertig habe. Weil es ja ganz klar, ich kann ja die noch nicht raufschrauben. Dann komme ich ja nicht mehr an die Plätze ran, wo ich jetzt noch arbeiten muss. Es wird gut. A few weeks later, einige Wochen später, das Bett ist soweit fertig. Und damit natürlich dann auch der Bereich vorne schlafen, wichtig für Menschen. Ich meine, du weißt, wie es ist, oder? Ohne Schlaf ist der Urlaub auch nicht besonders viel wert. Und wie wir das jetzt gemacht haben, das möchte ich dir natürlich jetzt im fertigen Zustand auch nochmal zeigen. Also ich glaube jetzt nicht, dass unendlich viele Menschen sich das Bett neu bauen müssen, weil, naja gut, in der Regel hast du in einem Wohnwagen ja ein Bett drinne, aber das war ja hier irgendwie, naja, hier war es ja anders. Denn hier vorne war, da wo jetzt dieses unfassbar schöne Bett prangt, war vorher auch eine Sitzecke. Ja, und auch hier musste man so mit Tetris arbeiten, also mit den Polstern dieser Sitzecke, das Bett oder die Matratze formen. Nicht so geil. So, und wie das aussah, pass auf, das zeige ich dir. Dafür stelle ich dich mal ganz kurz hier hin, ja, weil ich kurz zwei Arme brauche. Ha, ja, so ist es noch. Ich sag dir auch gleich, warum. Ich stelle dich mal kurz hier hin. So, pass auf. Kannst du mir mal wieder auf den Popo gucken oder auch nicht? Das werden wir jetzt gleich feststellen. So, das ist noch nicht ganz, das hätte ich gerade im Baumarkt kaufen können, scheiße. So, pass auf, jetzt hole ich dich wieder ran. Denn, was, und du siehst auch schon, das Ganze ist als Stauraum jetzt nutzbar. Ist das nicht super? Was haben wir gemacht? Also wir hatten ja hier, da siehst du einmal diese, die gehen ja so drumrum. Das war ja quasi der Abschluss der Sitzbänke, ja. Und dann musste man hier in der Mitte wieder auch mit so einem komischen Tisch arbeiten, um daraus dann das Bett zu formen. So, was haben wir gemacht? Wir haben hinten einfach, das sind 4 auf 3 Zentimeter Latten. Keine Ahnung, Fichte oder so, sieht halt auch schön aus. Und das war ja die Maßgabe, so eine Art Konsens zu finden aus nicht zu locker und nicht zu schwer. Ja, weil auch aufs Gewicht muss man ja achten, da sage ich aber gleich noch was zu. Jetzt habe ich Glück, dass diese Querleiste, die du in der Mitte des Bettes siehst, die geht ja einmal ganz durch, die liegt natürlich einmal jeweils hier, hier, dort und dort auf. So, das hat natürlich für die Stabilität nicht so unfassbar dolle gereicht. Deswegen habe ich auch noch mal Querlatten reingeschraubt. Einfach mit Winkeln, Holzschrauben, fertig aus. Also einmal oben, da, Mitte, da,
und ganz hinten. So, da drauf habe ich getackert so eine, ja, was weiß ich, Pressspan-Blasölsplatte. Ja, die hat, ich messe es gleich nochmal aus, um es dir genau zu sagen, ich glaube 8 mm. Aber das werde ich dir gleich genau sagen. Dünner war zu wenig Stabilität, dicker wäre mir einfach auch zu schwer geworden. So, da hinten habe ich, das kannst du jetzt vielleicht so ein ganz, ganz bisschen sehen, einfach so Scharniere 1, 2, 3 an die eh schon vorhandene hintere Leiste geschraubt. Das hast du ja auch im Video schon gesehen, wie ich da nochmal nacharbeiten musste, sodass ich das Ding halt eben hochklappen kann. So, jetzt fehlen mir entweder noch so Hydraulikteile, die habe ich im Internet gesehen, die müsste ich noch bestellen, damit das ganze Bett, das hat natürlich schon so ein bisschen Gewicht, also ist ja ganz klar, ja, ist ja auch Material, ein bisschen leichter hochzunehmen ist. Und zum anderen mache ich hier vorne noch so eine Art Schlaufe dran, damit man hier, weil das liegt ja bündig auf, damit man hier auch einfach, ohne sich die Finger zu brechen, das Ding hochklappen kann. So, das ist das eine. Das andere, du siehst da hinten den Luftschlauch, das ist so ein ganz dünner. Der geht von dem dicken einmal ab und der hat so diese kleinen Risse drin, wo manchmal Menschen sagen, oh, die sind ja schon kaputt. Nee, die müssen so sein, weil da tritt und da an der Seite, am Fußende auch nochmal ein bisschen warme Luft aus. Warum? Pass auf, jetzt lasse ich mal runter, stell dich nochmal kurz hin. Also bevor ich das mache, hier vorne habe ich noch ein Brett dran gemacht mit zwei so Winkeln. Ja, zum einen, um den Stauraum natürlich von vorne abzuschließen, dass die ganze Kacke ja nicht durch den Wohnwagen fliegt, wenn man so mit Vollgas wegfährt vom Platz, weil, weiß ich nicht, die Nachbarn blöd waren. Und zum anderen, weil, jetzt stelle ich dich hin, oh, warte, nicht den Finger klemmen, warte. Das war jetzt laut, Entschuldigung. Weil hier drauf nehme ich da die vordere Latte aufliegt und das Ganze natürlich echt stabil ist. So, und das Ganze hat echt Stabilität und dazu kommt natürlich noch das Froli-System, wo dann die Matratze drauf kommt. Das ist eine 1,30 auf 2 Meter und das nimmt natürlich dann auch noch den punktuellen Druck runter. So, und jetzt lege ich mich mal drauf, damit man sieht, es hält, ja, meine 180 muskulösen Kilos. So, guck mal, das hält super. Und super wichtig, das muss ich dir auch noch gesagt haben, falls du sowas mal am Nachbarn dran bist, das war hier schon ganz gut vorgegeben, nämlich einmal hier, das gleiche auch an der Seite und das gleiche natürlich auch am Fußende, so ein Zentimeter Abstand von der Wand zu lassen, damit das Ganze hinterlüftet ist. An der Seite ist dann dieser kleine Luftschlauch mit den Ritzen drin. Hier kommt ein bisschen warme Luft raus. Super. Und am Fußende auch, weil ich mir dachte, naja, die Seite des Wohnwagens ist ja schon wieder recht weit weg von der Heizung, die sich hier befindet. Ja, dass da auch die Füße nicht so kalt werden. Und damit das mit der Luftzirkulation natürlich funktioniert. Ja, und das Ganze war tatsächlich nicht so super schwer. War es nicht. Und es hat tatsächlich auch so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Also natürlich mit ein, zwei Meckereien, mein Gott, aber das bleibt ja nicht aus, wenn Idioten wie ich irgendwie mal Werkzeuge in die Hand nehmen. Was hätte ich gemacht, wenn es diese ehemaligen Sitzkastenseiten nicht gäbe, wo die Leisten, die Latten drauf aufliegen? Das ist eine gute Frage. Dann hätte ich mir, glaube ich, hier in der Mitte eine Metallstange gewählt. Eine relativ, also auch wieder so gucken, eine Pi mal Daumen, dass es nicht so schwer wird. Aber Metall wiegt ja in der Regel auch ein bisschen mehr als Holz. Aber dann hätte ich die Stabilität hier gebraucht. Am Rand liegt es auf. Ja. Und ich glaube, ey, das ist echt cool. Jetzt haben wir nämlich einen schönen Stauraum. Du hast es gesehen, da passt Tisch rein, die Stühle rein. Noch 1, 2, 3, 4 weitere Sachen passen da rein. So viel mehr haben wir ja in dieser Karre auch dann nicht. Ich meine, das reicht ja auch für einen kleinen schönen Urlaub. Aufklappbar. Dann muss noch so ein Hydraulik-Ding rein. Oder ich nehme einfach einen Stock, den ich dann, also einen, wie sagt man denn, einen Stock halt, einen dicken, einen Balken. Also nicht nur so hier so. Den man dann nach unten klappen kann, wenn man es hochklappt, dass man es runterklappt, dass es oben stehen bleibt. Weil immer mit einer Hand aufhalten, während man die Stühle rausholt, ist ja auch nicht so geil. Aber das ist jetzt auch egal, das ist dir ja überlassen, ob du es ein bisschen bequemer mit so einem Hydraulik-Ding machst oder was weiß ich, wie das heißt, oder mit so einem Stab. So, das war das Bett, ihr Lieben. Jetzt hätte ich auch ganz gerne tatsächlich schon die Matratze hier, weil dann würde ich echt schon mal Probe schlafen. Aber jetzt haben wir 1,30 auf 2 Meter.
Ich glaube, da kann man zu zweit, wenn man sich lieb hat, kann man schon ordentlich drinnen pennen, oder? Das haben wir auch schon in durchaus schmäleren Betten hingekriegt. Und wenn nicht, muss ich einer draußen vor den Wohnwagen legen, ist mir dann auch egal. So, das war's. Bett ist fertig mit Staukasten, mit Aufklappen, mit Uiuiui, Froli-System für den guten Schlaf. Das Video übrigens, wie ich das bei mir in meinem Wohnwagen eingebaut habe und noch ein bisschen was dazu erzähle, das verlinke ich dir mal hier oben, dass du dir das auch mal angucken kannst, falls du dich dafür interessierst, weil da kommen bei uns in der Gruppe echt viele Fragen mit, braucht man das? Nee, braucht man nicht. Bringt das was? Ja, volle Pulle. 6 Wochen in dem Wohnwagen im Sommer gepennt, am Stück. Schlafen wie ein 7-Schläfer. Also ich nehme mal an, dass die gut schlafen. So, jetzt bin ich weg. Ja, nächstes Video geht in Angriff. Es geht ans Bad. Gucken wir mal, was wir da also machen können, / müssen. Und jetzt für den Moment sage ich, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kleine Video. Und dann Paris Athen auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Dein Stefan. Tschüss.